Grüezi! Servus und hallo, hier ist der Peter. Heute mal wieder in meiner derzeitigen Lieblingsjacke. Keine Moncler Uniformjacke. Leider auch keine Schweizer Jacke, ist italienische, aber was man kriegt, da meckert man nicht, da freut man sich, das zieht man an. Heute geht es um ein wunderschönes Auto. So, da sitze ich schon drin im BMW 525i und heute wollte ich mal ein bisschen was erzählen über den Alltag, über den Verbrauch mit dem Fahrzeug und was mir mit der Rückbank passiert ist. Eine lustige Geschichte erzähle ich aber im Büro und wie ihr seht, ich habe jetzt hier wieder Stoffsitze, sieht man hier, und mit Winterfell. Aber alles andere im Büro, da sehen wir uns gleich wieder. Und da möchte ich ein bisschen darüber berichten und was so passiert ist. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, der ein oder andere hat schon was mitbekommen von der Auswanderung in der Schweiz. Und es ist brutal, wie viele Kommentare ich kriege, aber auch wie viele persönliche Nachrichten, die sagen, sie wollen das auch. Stellenweise Leute, die in Deutschland einen Betrieb haben, die 2, 3 Kinder haben, die in Deutschland zur Schule gehen, die teilweise Immobilienbesitz haben, den sie erst noch verkaufen möchten oder müssen. Es ist der Wahnsinn. Und es sagen auch die statistischen Zahlen, dass zum Beispiel in der Schweiz mehr Deutsche momentan einwandern wie in den letzten 15 Jahren. Da steht der Bundespräsident ein bisschen allein da mit seinem Deutschland ist ein schönes Land und Deutschland bleibt ein schönes Land oder gutes Land oder sowas. Ne? Sieht vielleicht der ein oder andere etwas kritischer. Jetzt habe ich mir gedacht, weil ich so viele Fragen bekomme und ich ja eigentlich jemand bin, der sehr gerne Workshop macht. Das heißt, man setzt sich zusammen, 6 oder 8 Stunden, trinkt einen Kaffee nebenher, macht Toiletten- und Rauchpause und spricht über Themen Project Cross Type, Auto, Autosammlung. Aber auch mein ganz persönliches Motiv, eigentlich sind es mehrere Motive, warum ich ausgewandert bin, welche Hürden es gibt, wie man die Hürden bewältigt, welche Erfahrungen ich gemacht habe, welche Formalitäten man braucht. Da gebe ich jetzt meine private E-Mail-Adresse ein, also ich kann es mal vorlesen, das ist peter-atkins@hotmail.com. Die lese ich öfters und da wäre die Idee, dass man im Januar einen Workshop macht. Entweder Nähe Schweiz, Raum Bodensee oder direkt Schweiz oder sogar vielleicht nochmal in München zum Abschied, muss man mal gucken. Aber der Interesse hat, soll mir Bescheid geben, das soll noch nicht unbandig teuer sein, nur so klitzekleine Kosten, dass es ein bisschen gedeckt ist, weil dann erzähle ich das lieber gleich 6 oder 8 Personen, wie immer einzeln, obwohl es jedes Mal sehr interessant ist. Und die Fragen, die ich beantworte, sind ja auch immer die gleichen. Dann habe ich jetzt den BMW, das ist ein BMW 5er vom E34. Dieser BMW 5er hat mega viel Fahrspaßpotenzial in sich. Er hat einen Motor mit 192 PS, fast 200 PS und er fährt sich, als hätte er noch viel mehr. Er hat einen geilen Sound, er hat einen geilen Abzug, er ist super elastisch. Also man holt da ganz viel raus aus diesem Auto mit nur 2,5 Liter Hubraum. Aber es ist ja auch dieser Motor, ist auch das Spitzenprodukt von BMW, als eben damals 1900, ich glaube 91 ist das Fahrzeug, halt BMW so richtig on top war. Und BMW ja auch merklich Mercedes angegriffen hat mit ihren Produkten. Warum ich diesen BMW so toll finde, das kann ich gleich sagen, weil er vom Handling her und von der Übersicht eigentlich wie ein BMW E30 ist. Aber das Interieur ist wie ein 7er BMW. Das Interieur hat die gleichen Sitze vorne und hinten. Dazu am Ende noch was, was mit der Rückbank passiert ist. Aber Interieur halt Weltklasse, brutal erwachsen. Ja, schon fast nobler Limousinencharakter. Vor allem, was ich so toll finde, ist die zweigeteilte Armlehne vorne, die dich fast schon so ein bisschen einengt. So ein sportliches Korsett, aber wenn sie stört, machst du hoch. Also ganz, ganz, ganz hochwertig. Das ist ein Auto aus dem Süden Europas, deswegen hat er auch keinen Rost. Und wenn er in der jetzigen Jahreszeit bewegt wird, dann kriegt er natürlich regelmäßig auch Unterbodenwäsche und findet dann wieder ein warmes Plätzchen in einer Garage. Ich habe das Fahrzeug mal brav gefahren. Also brav fahren heißt so Mischung aus 80, wenn es nicht schneller geht, 100, 120, halt was so erlaubt ist. Aber beim braven Fahren kommt man so an die 10 Liter, man kommt kaum drunter. Und wenn man ihn sportlich fährt, da kann er mal 180 dabei sein, 160, ein bisschen mit Autobahn gemischt und sowas, dann kommen so an die 12 Liter hin, aber viel mehr auch nicht. Vielleicht kann man natürlich noch mehr fahren, aber das sind meine persönlichen Erfahrungswerte. Bei mir ist jetzt das Fahrzeug in einem Winterdesign, das heißt, er hat Winterreifen drauf und hat von den Ledersitze ist er wieder rückgebaut worden zu den Stoffsitze.
was witzigerweise hinten bei der Sitzbank fast nur Schieben und Klicken ist. Und vorne pro Sitz sind es nur zwei Schrauben, geht super easy. Die Sitze sind unbeschädigt und deswegen kam auch noch ein Fell drüber, das noch ein bisschen wärmer ist. Also es fühlt sich vom Fahrer wärmer an, weil er keine Sitzheizung hat, zumindest auf die Stoffsitze nicht. Die Ledersitze sind aber mit Sitzheizung, muss man aber anschließen. Fell schont noch zusätzlich die Sitze, die ja unbeschädigt sind und die sollen ja auch unbeschädigt sein. Im Sommer wird es wieder rückgebaut auf Ledersitze. Da gibt es vorne zwei paar Ledersitze. Die Türpappen, stimmt, die sind noch Stoff. Wenn man es High-End wollte, könnte man die noch Schwarz-Leder verkleiden. Mir ist das jetzt aber nicht so wichtig. Die Rückbank habe ich tatsächlich gefunden bei eBay Kleinanzeigen. Das heißt jetzt nur noch Kleinanzeigen. Glaube ich, für einen kleinen Betrag von 39 Euro oder sowas, irgendwie in dem Level, dass einer eine E34 oder für den baugleichen Simner, oder E32, dass er für den baugleichen Simner und 5er eine Rückbank Schwarz-Leder verkauft. Da dachte ich mir, boah, Bombe, war aber ganz weit weg und nur gegen Abholung. Deswegen ist es oft zu günstig. Haben wir das bezahlt und ein Bekannter von mir, Grüße gehen raus, der im Fernfahrergeschäft ist, der ist tatsächlich mit seinem riesen LKW da in der Nähe gewesen, hat sich die Rückbank ins Fahrerhaus getan und hatte mir dann gesagt, dass es nur einteilig ist. Ich bin was? Und dann hat doch tatsächlich der Verkäufer nur die Rückbank, Sitzbank verkauft und nicht die Rücklehne. Das sind diese zwei Teile. Du hast einmal eben die Rückenlehne und einmal die Sitzfläche. Und ich denke, also bei Rückbank denke ich schon ans Zweiteilige, ans Ganze. Aber ich habe bloß die Hälfte bekommen. War jetzt natürlich nicht so nice. Jetzt muss man sich immer noch umgucken. Aber es geht da noch viel Zeit ins Land. Und man sieht sowas wirklich zwischen 40 und 60, 80, 100 Euro oder so. Es ist überhaupt kein Problem. Und es gibt sehr viel so Teile. Und jetzt brauchst du halt noch eine Rückenlehne von der Rückbank in schwarzem Leder für eben den 5 oder 7er aus dieser Zeit. Tja, was alles passiert. Ich hätte es mir nicht getraut, wenn ich reingeschrieben hätte Rückbank und hätte nur die Sitzfläche verkauft, wäre bei mir safe die Polizei vor der Tür gestanden und hätte Alarm geschlagen. Aber was soll's, ist halt so, ich mache da auch nichts. Hat man halt wieder was gelernt, weiß man, okay. Muss man immer nachfragen, ob das ja wirklich das Zweiteilige ist, von dem wir reden. Weißt du, ist dir schon sowas passiert? Mir passiert das ständig. Jetzt habe ich noch im Internet ein bisschen nach dem Fahrzeug gegoogelt. Einmal nach Bilder und einmal nach Informationen. Ich möchte wissen, was andere so sagen. Und dann gibt es eine Seite, die heißt Fair Motors. Das ist auch relativ neu, aus 2023. Und die haben, das blende ich euch jetzt mal ein, auf der einen Seite ein bisschen was über das Fahrzeug geschrieben. Und weiter unten stand dann drin, dass es ein Coupé gab. Ich weiß da nichts von einem Coupé. Und der Bauzeitraum stimmt auch nicht überein. Der wäre eher später. Andererseits habe ich dann gegoogelt nach E34, also nach einem 5er Coupé, und ich habe tatsächlich eins gefunden. Ich zeige euch hier nochmal in Ruhe das Bild, was auch mit Fair Motors nichts zu tun hat. Das habe ich also separat gefunden und ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas gegeben hat. Es schaut hot aus, aber es hat es nicht gegeben. Ja, von der Bauzeit und von passt es auch nicht zum 3er E36 und auch nicht E46. Ich weiß nicht, was die von Fair Motors da von Knoten reingekriegt haben, aber ich weiß auch nichts von einem 5er Coupé. Ich wollte es einfach mal so in die Runde sagen. Weißt du da was davon? Hast du sowas schon mal gesehen? Ich meine, auf dem Bild schaut es ja heiß aus, aber kenne tue ich es nicht. Ich weiß auch, ich glaube, ein Cabriolet gibt es bei BMW World so mal als Experiment oder sowas. Aber es gab es nicht wirklich und schon gar nicht mit 200.000 Stück. So, es gab halt die Limousine, es gab einen Touring und das war's. Also mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das auf sich hat. Ich fand es einfach interessant. Dann wollte ich noch sagen, ist dieser 5er ein wahres Meisterwerk des Designers Klaus Luthe. Und damals hat halt Made in Germany was gegolten. Und diese Autos haben sie gebaut von 1988 bis 1996. Das war halt also die Hochzeit der deutschen Autobauer, Autoindustrie. Ob das jetzt Mercedes, Porsche oder BMW war, die haben es halt in alle Welt verkauft. Ganz am Ende zeige ich euch noch ein paar schöne Fotos, teils von mir, teils was ich so im Netz gefunden habe, weil das Auto halt einfach eine unheimliche Schönheit ist. Ja, ich richtig verliebt bin. Und ich sage jetzt wie neuerdings alleweil Ade und wir sehen uns bald wieder.